bisschen der Start oder Einstand, nachdem gerade Lernen einfach ein sehr individuelles Thema ist und das natürlich auch die Frage ist, wie kann ich Lernen bis zu einem gewissen Maße erfassen oder auch strukturieren oder auch strukturiert anbieten. Und was uns so ein bisschen aufgefallen ist, als wir den Workshop geplant haben, war so diese Idee, es gibt oft unglaublich viele Angebote, es gibt unheimlich viele Dinge, die man vielleicht auch nutzen könnte, oder es wurde gesagt, man muss sie selber anfragen, aber so diese Überlegung, was macht wann Sinn und wofür, die wird häufig nicht so sehr gestellt. Beziehungsweise, ein Beispiel wäre, es werden häufiger Trainings gehalten, zum Beispiel zum Thema Kommunikation. Das ist ein Tag, dann kommt man heim, da hat man vielleicht ein, zwei Tage, wo die Kommunikationskultur noch ein bisschen gut läuft und dann ebbt das Ganze wieder ab. Das heißt, im Endeffekt ist das Wissen über Kommunikation zwar oft da, aber wie man das Ganze implementiert oder wie das weitergeht, ist halt häufig eher vernachlässigt oder ist die Frage, ist ein Workshop in dem Moment das richtige System, um Kommunikation zu lernen? Genau. Das war so ein bisschen unser Ausgangs- und Startpunkt. Und was wir jetzt eigentlich gern noch bevor wir anstarten, machen würden, wäre so ein bisschen zu schauen, was heißt denn überhaupt Lernen? Was bedeutet Lernen in einer Organisation? Ich stehe hier so ein bisschen im Weg, würde ich sagen. Gehe ich vielleicht besser auf die andere Seite. Eine Definition, die ich persönlich ganz nett fand, war, denn wo Wissen bewahrt wird, wird Lernen verhindert. Lernen zerstört oder stört das bestehende Wissen in den gegenwärtigen Strukturen. Also sozusagen das Lernen ist auch immer ein Prozess, wo es darum geht, auch etwas aufzugeben oder wo auch in dem ersten Moment eine gewisse Instabilität entsteht. Wenn man Neues kommt dazu, das ist nicht so gut geübt, dann muss man das etablieren und das wird probiert, das Alte vielleicht ein bisschen festzuhalten. Das heißt, bis zu einem gewissen Maße ein kleiner Reibungs- oder Störungsprozess, würde man jetzt sagen. Und was wir sozusagen da auch ein bisschen als Lernen verstehen, ist nicht das Einschleifen von irgendwas, was passiert, sondern ein bewusstes Wissen erweitern oder ein bewusstes Lernen. Man kennt das so, man kommt irgendwo hin und in eine Organisation und dann ein paar Monate weiß man irgendwas und hat gar nicht mitbekommen, was man wirklich eigentlich gelernt hat. Also das ist so dieses Einschleifen von Routinen und dann macht man halt diese Dinge. Aber was wirklich eigentlich das eigentliche Lernen ist bewusst zu überlegen, was kann ich denn und welche Dinge brauche ich, welche Potenziale, welches Wissen brauche ich, um mich weiterzuentwickeln, um gewisse Dinge zu bewegen und sozusagen weiter gut arbeiten zu können. Und was man so ein bisschen unterscheidet, ist einerseits das individuelle Wissen, was man dann erwerben kann, oder das institutionalisierte Wissen. Also das Individuelle ist das, okay, was bringe ich mit meiner Fachexpertise, das kann ich zum Beispiel natürlich in einem Vortrag, kann ich individuelles Wissen erlernen. Auf der anderen Seite ist das institutionalisierte Wissen und das ist so dieses Wissen, was bleibt, auch wenn zum Beispiel die Einzelperson das Unternehmen verlässt. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel, ein Unternehmen kommt dann, wie doch so selten, darauf, dass im nächsten Jahr auf einmal 15 Personen in Pension gehen. Und wie schaffe ich, gewisses Wissen zu erhalten oder das Wissen, was dann bleibt, das ist das institutionalisierte Wissen. Das ist etwas, was mehrere Leute teilen, was sozusagen auch beim Wegfall dieser Personen, die in Pension gehen, dann trotzdem, ohne dass es wirklich viel Nachschulungen braucht, erhalten bleibt. Und dieses institutionalisierte Wissen ist was gerade in agilen Gruppen relativ wichtig ist. Warum vor allen Dingen? Weil gerade wenn man agil arbeitet, braucht man natürlich viel, muss man ein bisschen mehr Allrounder sein. Jede Person braucht ein bisschen mehr Wissen von den anderen. Ja, das ist auch ein Grund, warum es jetzt sowas wie die Retros gibt, dass man natürlich auch ein bisschen einen Austausch hat und dort von den anderen, in die anderen Arbeitsprozesse einen Einblick bekommt und damit natürlich auch einerseits von allem ein bisschen was weiß, aber auch dieses institutionalisierte Wissen generiert. Und es geht halt weg von diesem Expertenwissen hin zu einem gemeinsamen, kollektiven Wissen, was damit die Stabilität oder den Wissenserhalt in einer Organisation natürlich auch schützt. Denn das andere ist dieses innere und äußere Faktoren, das ist sozusagen die inneren
ist das, ich fange mit den Äußeren an, die Äußeren sind sowas, okay, man lernt dadurch, wenn irgendwie beim Kunden, man vom Kunden ein Feedback bekommt, man lernt dadurch, wie sich der Markt verändert, man lernt in dem Sinn, wie sich die Politik entwickelt, aber auch die inneren Faktoren ist eher so dieses, okay, man lernt im gemeinsamen Austausch, in Qualitätszirkeln, in Meetings, in Kollegengruppen und in Austauschsettings, aber auch Vorträge. Das sind so diese inneren Faktoren, die da sind und wir konzentrieren uns hier jetzt etwas mehr auf das Innere. Wo kann man bei dem Ganzen ansetzen? Das eine ist natürlich individuell, wenn ich individuelles Wissen stärken möchte, dann macht es natürlich auch Sinn, individuell anzusetzen. Je mehr ich in das institutionalisierte Wissen gehe, desto eher macht es Sinn, kollektiv oder strukturell anzusetzen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich hier gemeinsam das Wissen generieren. Genau. Und da kann man sich auf der anderen Seite überlegen, welches Wissen möchte ich denn gerne werben? So wie die Coco am Anfang vorher gesagt hat, es braucht jetzt manchmal, kommt es vor, dass in einer Organisation merkt man, da sind ein paar schwelende Konflikte und dann kommt wer aus der Organisation auf die Idee, jetzt machen wir einen Vortrag zu Konfliktmanagement und wie man mit Konflikten umgeht. Und dann haben wir diesen Vortrag und dann am Ende gehen wir davon aus, jetzt waren alle bei dem Vortrag, jetzt wissen alle über das Wesen von Konflikten Bescheid, jetzt können wir ja davon ausgehen, dass Konflikte in unserer Organisation weniger werden, zumindest bei denen, die sich den Vortrag angeschaut haben. Und über einen Vortrag kann ich recht gut mein Kompetenzwissen erweitern, tue aber nicht so viel für meine Persönlichkeit und für mein Interaktionswissen. Das heißt, die Maßnahme, die ich also feinsäuberlich ausgewählt habe, und ich gesagt, wir holen einen, der sich auskennt und der das auch gut vermitteln kann, der die Motivation mitgeben kann, aber de facto könnte ich mir jetzt in dem Konflikt die Frage stellen. Liegt es an der Persönlichkeit? Liegt es an der Frage, wie ich mutig genug bin, reinzugehen und dann tatsächlich in dem Konflikt den auszuhalten und den anzusprechen? Es könnte aber auch sein, liegt es an der Interaktion? Liegt es an der Tatsache, dass wenn ich schon mutig genug bin und reingehe, immer auch die Frage stelle, wie sage ich es? Wie tritt ich mit einer anderen Person in Kommunikation? Wie gebe ich denn ein Feedback? Wie tue ich das genau, wenn ich gern sagen möchte, was der Konflikt ist? Oder ich könnte mit etwas, was in Scrum sich wunderbar ergeben hat, geht es um die Struktur. Jetzt kunden zwar die Leute miteinander reden und wollen tun sie es auch, weil sie mutig genug sind, aber in der Organisation gibt es keine Rituale und Räume, wo ich das machen kann. Jetzt stehe ich dann vor dem Problem, dass ich mir mühselig zwischen meinem gut gefüllten Terminkalender immer noch aussuchen muss, wo mache ich es denn? Und je nachdem war halt jetzt auch die Frage, was brauchen wir denn? Um was müssen wir denn mehr tun? Brauchen wir einen Scrum Master, der darin gestärkt ist, die Moderation von dem Konfliktgespräch gut zu machen? Dann wird der in einem Workshop über Moderation und über Konfliktmoderation wunderbar aufgehoben sein. Wenn es aber darum geht, ihm in seinem Selbstbild zu stärken, dass er den Mut hat, das anzugehen, zu sagen, ja, ich setze mich rein, ich moderiere das zwischen den zwei, dann wird vielleicht ein Coaching eine hilfreichere Maßnahme sein, dass es mehr darum geht, ihn selbst zu stärken. Und bei der Interaktion kommt man sich dann wieder die Frage stellen, geht es mehr um das Wissen der Interaktion oder um das Tun der Interaktion. Und jetzt habe ich für dieses gleiche Problem, auch wir wissen, wir haben in unserer Organisation Konflikte und wir würden das gerne angehen, schaffen wir es jetzt nicht einfach zu sagen, ja gut, nehmen wir einfach das, weil ich zuerst herausfinden muss, an welcher Ecke muss ich denn ansetzen und was von dem brauche ich denn mehr. Und das, was wir uns auch dazu überlegt haben, ist so, dass neben dem ich da diese Kompetenzen mache, ja immer noch die Kultur und die Werte der Firma so als Fundament und Firmament des Handelns habe. Also wenn ich jetzt mit der Coco im Einzelcoaching war und jetzt hat sie den Mut gefunden, das anzusprechen. Sie weiß ja noch, wie sie es tut. Gibt es immer noch so die Frage, wie geht denn die Organisation mit Konflikten um? Wie geht denn die Organisation mit ihrer Kultur um? Welche Werte prägt denn die Organisation? Und wird das da gutiert, wenn ich da aktiv was ansprich? Oder ist es, wird es uns ein bisschen, wie wir das vorher im Gang erlebt haben, man wird es mal ein bisschen besser angeschaut, wenn man jetzt was Unrechtes tut und sich in den Gang hinstellt und hin, aber so wirklich sagen tut es keiner. Kann man sagen, die Kultur ist vielleicht ein bisschen mehr nichts sagen und das Aushalten und weniger das Ansprechen. Das stellt sich die Frage, welche Kultur haben wir denn?
Und die erste oder zweite Frage, man könnte immer fragen, von wo sattel ich das Pferd? Kann zuerst sein, welche Kompetenz brauche ich? Und die weitere Frage kann sein, welche Kultur und welche Werte brauche ich? Um ein grundsätzliches Handeln zu haben und um auch ein Stück weit über unser Handeln hinauszugehen. Also war mit Mut der Wert der Organisation, brauche ich das einmal generell, dass wir sagen, wir sind mutig genug, um Dinge ansprechen zu dürfen. Und hier und da ist es dann auch das Firmament, das nach dem Sternen greifen. Und jetzt sind wir besonders mutig und reden die Konflikte mit unseren Kunden auch noch, weil es wichtig ist, dass wir das jetzt tun. Und mit uns bringen wir schon gut zusammen, das Fundament haben wir geschaffen, aber beim Firmament müssen wir trotzdem manchmal ein bisschen nach oben greifen. Und das könnte eine Frage sein, die ich mir stellen kann, bevor ich darüber nachdenke, welche Maßnahmen kann ich machen. Gut. Ich bin wieder weg, gell? Das nächste, was wir noch so ein bisschen danach kommen, dann auch langsam genug mit der Theorie, wäre so ein bisschen dieser Veränderungsprozess. Wie passiert denn eigentlich Lernen, wenn man sich das Ganze über die Zeit und auch die eigene Einstellung ansieht? Ja, also wir haben uns gedacht, wir erklären das Ganze gleich an zwei komplett unterschiedlichen Beispielen. Mein Beispiel wäre Liebeskummer und die Tatsache, was passiert, wenn ich mich von meinem Partner trenne und etwas selber mache. Und zwar geht es so am Beispiel des Fahrradreparierens. Stellt euch vor, als erstes einmal diese Beziehung ist aus, neben allen anderen blöden Sachen, die aus sind, ist damit auch vorbei, mein Partner kümmert sich um das Fahrrad und alles, was damit zu tun ist. Als erstes ist einmal völlige Überraschung und völliger Schock, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich dann noch zum tun habe, damit ich das machen kann. Und ich gehe davon aus, dass es wer anderer macht. Und ich gehe dann also ans Festhalten des Bestehenden. Bin schon ausgezogen, ruft trotzdem noch an und sagt, du, kümmerst du dich jetzt bitte darum, dass da mein Radl, dass da jetzt was hin ist und machst du das bitte für mich? Und kam halt überhaupt nicht auf die Idee, dass in dem Schock ich lernen muss, selber was damit zu machen. Ein Monat später gehe ich immer noch davon aus. Die Person ist dafür zuständig, hat das immer gemacht, sie macht das und ich darf völlig negieren, unser System hat sich verändert, die ist nicht mehr zuständig dafür. So schön langsam kommt die Einsicht. Und diese extrem große Unsicherheit, ja wie tue ich das jetzt mit dem Fahrrad reparieren? Und was tue ich, wenn nur meine Bremsbacke aus sind? Und geht es überhaupt um die Bremsbacke oder um irgendwas anderes? Ist mit unglaublich viel Unsicherheit verbunden. Weil ich zwar weiß, da geht was nicht, aber ich weiß nicht, wie ich das tue, weil ich im Vorfeld immer mitkriege habe, tut wer andere, ich brauche mich nicht darum kümmern. Dann komme ich so schön langsam in diese Akzeptanz rein, ich bin dafür verantwortlich, ich muss das tun. Da komme ich zum ersten Mal auf die Idee, vielleicht sollte ich mal meinen anderen suchen als meinen Ex-Partner, den ich jetzt anrufe, mit dem ich darüber rede, wie ich das zu machen habe. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Dann komme ich so ins Ausprobieren, suche mir meine eigenen Radlgeschäfte, schaue, welche anderen Menschen ich in meinem Umfeld habe, die ich mit meinen Fragen quälen kann, habe Erfolge und Misserfolge. Komme dann drauf, die tun das dann vielleicht doch nicht so, oder ich habe tatsächlich niemanden in meinem Bekanntenkreis, der mir da helfen kann, oder ein paar Lässig habe ich da wen gefunden, der hat mir voll die coole Geschichte erklärt und mir auch den Mut mitgegeben, dass ich das selber zusammenbringe. Und dann bin ich so eine Zeit im Ausprobieren drin, fange dann irgendwann einmal zum Reflektieren an, was so schwer ist das ja gar nicht, wenn man ein Problem hat mit seinem Radl, das kann man eh selber machen, bis es irgendwann so integriert ist und ich weiß, ich kann mich da ganz alleine drum kümmern. Und diese Phase durchlaufe ich, blöderweise, wie alles ist, nicht so linear, wie die Muster es uns vorgeben. Kann halt dann auch sein, bei der Einsicht, dass ich dann irgendwann draufkomme, das ist so scheiße, das geht alles überhaupt nicht, hupf wieder zurück, bin wieder beim, kannst du bitte dich um mein Fahrrad kümmern, weil ich nicht akzeptieren würde, dass du ist, komm bei der Reflexion drauf, dass ich ein Problem habe, hupf wieder zurück ins Ausprobieren. Und das wäre so eine Möglichkeit, wie man das Modell lesen könnte. Und ein zweiter wäre, so haben wir an diesem Beispiel, ein klassisches Feedback im Team. Im ersten Moment, geht es einfach besser auf die Seite, im ersten Moment, wenn ich mich frage, okay, wie ist denn das Feedback so bei euch im Team, dann kommt also, ja, ist sehr gut, funktioniert hervorragend. Und dann kommt eine Situation, wo es einmal nicht so gut funktioniert. Wo man im Team vielleicht jemand rübergefahren wird, wo jemand persönlich beleidigt wird, und dann ist so dieses, boah, das war schon
ordentlich. Da müssen wir vielleicht was tun, aber das war einmal, kriegen wir schon hin. Geht sich aus. Das heißt, im Endeffekt erstmal, dieses eine Mal ist jetzt nicht so tragisch, wir kriegen das hin, das brauchen wir jetzt nichts Spezielles, schauen wir mal, wie es wird. Das wären so diese klassischen Sätze, die dann hier praktisch einkommen. Ist man dann irgendwie merkt, okay, in dem Moment hat man ein bisschen einen Blick drauf. So dieses, man ist einmal so angepikst worden, etwas hat nicht so funktioniert, man hat ein Feedback bekommen, was einem nicht so gefallen ist oder hat es vielleicht auch nicht so annehmen können. Und dann habe ich natürlich die Brille rein. Und ich sehe alles, wo irgendwo was passiert. Und in diesem Moment stelle ich fest, oh, so gut läuft es vielleicht ja doch nicht. Das heißt, hin zu diesem, das können wir schon, ist auf einmal dieses Gefühl, na, vielleicht können wir es doch nicht so gut. Und diese eingeschätzte Kompetenz, die geht ziemlich nach unten. Und es kommt vielleicht auch zu dem Moment, wo man, boah, jetzt kann ich eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das anstrengen kann. Also diese Unsicherheit, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Bis hin zu diesem, bis hier eigentlich erst der Zeitpunkt kommt, Akzeptanz der Veränderung, jetzt brauche ich irgendwas, was das ändert. Und das ist so der Moment beim Lernen in der bewussten Inkompetenz, wo mir klar wird, eigentlich sollte ich vielleicht einmal was daran tun. Da ist aber schon ein langer Weg vergangen. Das heißt, das ist ein bisschen eine Zeit, die das Ganze auch braucht und bis mir klar wird, okay, was ist denn das, was ich brauche? Und dann starte ich sozusagen einmal ins Ausprobieren. Lerne mich, beschäftige mich damit und starte an und schaue, okay, was funktioniert nicht. Und da ist auch der Punkt, wo es ums Durchhalten geht. Also wo es wirklich darum geht, so ein Team, das ganz frisch gelernt hat, wie geben wir Feedback, eben zum Beispiel nach einem Workshop, und da merkt man, da läuft noch nicht alles rund. Da kommen die Misserfolge, da kommt was mal, okay, jetzt hat es nicht so funktioniert. Und das dann weiter zu spüren, wie schafft man es, diese Reihe zu halten, da braucht es relativ viel Durchhaltefähigkeit, aber auch eben die Reflexion, was funktioniert nicht, was funktioniert gut, wie gehe ich hier weiter. Und in dem Moment fühlt man sich noch nicht gut. Das ist noch nicht irgendwie was, da merkt man, dieses Ausprobieren, dieses bewusste Kompetenz sozusagen oder bewusst zu wissen, ich kann etwas, aber es ist noch nicht ins Blut, Fleisch und Blut übergegangen. Da passieren noch Fehler. Und erst dann, nach einem weiteren Schritt, nach weiterem Üben und diesem Durchhalten, geht es halt so in die Integration. Erst dann läuft es in das über, wo es immer funktioniert. Das ist wie beim Zähneputzen, man denkt ja auch immer nach, wo man die Zähne putzt. In dem Moment, wo es so weit ist, ist der Lernprozess erst einmal, ich will nicht sagen abgeschlossen, weil es kann natürlich auch was wie das nehmen, aber so weit integriert, dass es weitergehen kann und dass man das Gefühl hat, jetzt weiß ich, worum es geht und jetzt ist das komplett ins Ziel integriert. Was Sie auch alle mitnehmen können, die so die Initiatoren der Veränderung sind, so als Agile Coach, so als Scrum Master, ist, wir haben ja schon relativ früh angefangen, uns mit der Fragestellung zu beschäftigen, was braucht es und wie verändern wir denn das jetzt. Und uns ist dann auch so gegangen. Was, jetzt soll man das so neu einführen und jetzt sollte man tatsächlich über Skalierung nachdenken und wie tun wir denn? Und von der Aktie auch von dem, dass ich sage, boah, brauche ich nicht, bis klar brauchen wir es und mach's durch. Und tendenziell ist, bis ich dann die restlichen mit ans Boot hole, bin ich schon mehr da. Die anderen sind aber noch da, weil die kriegen erst heute mit, dass wir das machen. Das heißt, eine Sache, besonders wenn man jetzt so in der Einführung von Agilität ist, den man so ein bisschen nicht vergessen darf, ist, dass man in der Euphorie, dass man da im Ausprobieren und im Tun ist und auch seine Erfolge feiert, manchmal vergisst, dass die anderen da sind und dass man das ein Stück weit nicht mitkriegt. Und jetzt flutscht man so schön durch und die sagen immer noch, was will der mit dem Scheiß? Wir wissen nicht genau, was wir tun und was wir brauchen. Und jetzt braucht der nicht kommen, der Scrum Master, und Biofeedback einführen. Ich meine, das fehlt dir. Und das auch mitnehmen. Und da würden wir jetzt euch auch so einladen, in einem kleinen Zweier- oder Dreiergespräch euch die Frage zu stellen, wenn ihr an Veränderungsprozesse in euren Teams denkt, in den Organisationen, die ihr begleitet, in der Organisationsentwicklung, wo fällt euch da auf, oder an welchen Parametern fällt euch da auf, wie ihr erkennt, wo die Leute gerade sind? Was nehmt ihr da für
Aktionen war, von dem, dass Menschen aktiv sagen, dass sie nicht mitmachen wollen, von diesem zarten, okay, dann probiere ich das halt einmal aus. Also wie nehmt ihr das wahr und könnt ihr dieses Modell in den Lern- und Veränderungsprozess eurer Organisationen, Teams und Firmen wollen? Wahrnehmen und vielleicht auch mit einbeziehen. Ist das eine klare Fragestellung? Ja? Dann bitten wir euch also Dreiergruppen und wir geben euch also circa Da ist
Was für alle ist. Und es soll jetzt kurz eine Gruppendiskussion geben, wie es jetzt war. Dann tut die Person die Hand heben. Jeder, der es ansieht, hebt seine Hand und hört dabei zum Reden auf. Und das ist die Möglichkeit, dass der Raum mit 300 Leuten innerhalb von einer Minute still ist, weil ich weiß, wenn ihr Hand sieht, heißt es Reden aufhören und Hand aufheben. Dafür wird es genutzt. Und was ich jetzt cool finde, wenn man beim Lernen sieht, wenn ich eine recht große Masse habe, die es kennt, dann nehme ich auch die mit, die es nicht kennen, auch wenn man noch immer sich noch denkt, warum tun die das, was ist das genau? Und trotzdem funktioniert es. Also das war jetzt eine Geschichte des kollektiven Wissens. Das hat die Gruppe hat das drinnen und der Philipp hat es jetzt nicht näher erläutert in seiner Moderation. Trotzdem funktioniert es, weil das kollektive Wissen groß genug ist, dass man die mittragen kann, die es noch nicht bekommt. Und das wäre so, finde ich, ein gutes Zeichen für kollektives Wissen. Gut. Gibt es dazu noch irgendwelche Anmerkungen, Inputs? Ja. Eine Frage. Also ich habe mich ertappt gefühlt, ja. Ich bin schon bei der Reflexion und die anderen sind noch nicht einmal ups. Aber wie ist das, also sind die Pioniere, oder sind die, die als erstes was ansetzen oder anfangen, die Agilität im Unternehmen, die machen das durch und die sind beim Ausprobieren. Aber die anderen führen ja erst durchs Ausprobieren dann dahin. Weil die, oder machen die den Weg durch? Weil eigentlich ist es ja anders. Sie halten fest und während sie festhalten, komme ich und sage, komm, probieren wir es doch einmal aus. Und erst danach kommt bei denen die Einsicht. Das heißt, diese Kurve machen die ersten durch und ziehen die anderen aber dann mit, oder? Die nächsten, verstehst du, was ich, also ich, ob die nächsten dann normal? Springen? Ja, springen die. Weil, ja, wirklich. Ich frage mich das. Ja, weil die Tränen auslassen.
die sehen es erst dann und akzeptieren die Veränderung, nämlich dann, wenn in der Reflexion gibt, dass es gut ist. Genau. Wenn es da nicht funktioniert, dann sind die, also bei Überraschung und Schockfestheit, dann sind die noch weiter hinten. Ja. Ja, aber dann sagen sie jetzt sicher nicht noch einmal. Ja. Springen die dann? Sie durchlaufen den Prozess trotzdem, aber es geht schneller. Okay. Weil wenn ich in der Reflexion auf einmal merke, da sagt jemand ein paar ganz spannende Sachen, dann komme ich ja schon in die Einsicht. Also dieser Widerstand, je mehr Leute auch dann dafür sind und dabei sind, wird ein bisschen kleiner und kippt mit, diese Spanne hier vor allem wird kürzer. Und dann komme ich relativ schnell in die Einsicht und die Akzeptanz. Also das Ganze geht schneller, aber trotzdem müssen sie irgendwie eingesehen haben, da gibt es was getan werden muss, bevor sie selber wirklich aktiv ausprobieren. Sonst lassen sie mit sich tun. Wenn man es, eine Überlegung dazu, die du da anschauen kannst, wenn du vom Thomas Riemann-Modell das anschaust mit dem Dauer und Wechsel, wenn du genau die zwei Typen anschauen würdest, dann hättest die Dauertypen, die tendenziell länger brauchen, um zu durchlaufen. Weil es da festhalten, weil es auf diesen hohen Wert des, also die Dauertypen sind die sich stark mit klaren Strukturen und dem Alten und das, was es braucht, was bewahrenswert ist, auseinandersetzt. Und die Neuerer sind so die Steve Jobs unter uns, die andauernd Visionen haben und ständig alles verändern wollen und Neiden machen wollen. Das sind zwar grundsätzliche Überlegungen, die uns sagen. Und da hätte ich dann die Veränderer, dass ich die relativ schnell mitziehe, weil da habe ich drei gute Argumente und ja, so kommt recht schnell zur Einsicht, oh, die Veränderung tue ich mir auch, das geht sich aus. Und dann habe ich die Bewahrer, die ich länger abhole. Bei mir war es so, gruppendynamische Prozesse, bin ich voll der Veränderer, kann man mich gleich davon überzeugen, was Neues zu machen. Mit mir darüber zu reden, dass wir ein neues Kommunikationstool auf meinem Handy einsetzen, da bin ich, natürlich sage ich immer, ja, ich mache schon mit, ich bin unglaublich lange im Widerstand und sage, den Schatz brauche ich nicht. Und da merke ich an mir selber, ich verlaufe zwei völlig unterschiedliche Veränderungskurven, weil im einen kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, was passiert, da habe ich voll viel Erfahrung, beim anderen habe ich mir Angst, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht und weil ich mir schwer damit tue. Und da verlaufe ich diese zwei unterschiedlichen Dinge. Drum würde man gefühlt von außen betrachtet sagen, wenn man mit mir einen gruppendynamischen Prozess durchläuft und man überlegt sich, neue Formate einführen, hätte man gefühlt, das Gefühl, dass ich ganz schnell doppel. Wenn man über die Kommunikation, wie wir über diese neuen Formate reden, hätte man das Gefühl, dass ich ganz lang da bin. Und das kann vielleicht auch so die Frage stellen, wo habe ich denn welche Möglichkeiten, da schneller durchzugehen? Und das kann vielleicht auch eine andere Frage sein. Wie sind die in meinem Team und wer steckt denn da? Ist es dann nicht auch viel besser, wenn jetzt da so eine Innovation oder so von einer bestimmten Gruppe kommt und die dann auch die, sagen wir jetzt, Versuchskaninchen sind, damit die dann die anderen besser abholen können, damit die eben nicht so lange brauchen für diesen ganzen Weg? Also sie vergessen das Abholen. Also das ist was ich in Agilität ganz oft vornehme, dass man das Abholen vergisst. Dass man sagt, so klasse, so cool und so lässig fällt. Dass es überhaupt schwer ist, überhaupt wahrzunehmen, warum tue ich es nicht. Also ich merke jetzt auch in meinem höchsttechnischen Umfeld, dass die sich alle denken, warum tue ich jetzt so schwer damit, tatsächlich schlecht zu nutzen und das wirklich in jeder Kleinigkeit zu nutzen. Und ich merke immer, dass dann ich immer, also ich bin ja nicht immer die, die das nicht so gut zusammenbringen und so, und dann muss ich auch noch nachfragen, dann stellen meine Kollegen in meinem Umfeld, schauen mich an und immer haben das Gefühl, warum fragt ihr überhaupt so einen Blödsinn? Und dann merke ich, da werde ich nicht so gut abgeholt in meinem Umfeld, dass das halt alles so viel schneller kapiert ist. Und ähnlich nehme ich es wahr in der Agilität, dass die paar, die vorausgehen, diesen Prozess so viel leichter und weniger leidend durchlebt haben, dass sie dann zwar cool ist, dass da wer ist, weil der die coolen Beispiele bringen kann, und das ist super, super klasse. Und zusätzlich brauche ich noch diese Fragestellung, was brauche ich denn, um da andocken zu können? Und wie sehr muss ich auch das alte Wahrnehmen in der Qualität, die es mitbringt, dass die überhaupt die Bereitschaft aufsetzt, mit mir zu reden und zu fangen, und das ein bisschen mehr mitzunehmen. Mir hat deine Frage jetzt nicht gut gefallen, weil sie begonnen hat mit du bist schon bei der Reflexion und die sind noch nicht einmal beim Ups. Wenn ich mir jetzt durchüberlege, was bei uns in der Firma passiert, dann ist diese Überraschung und Schockphase im Management.
dann wird irgendwas angeordnet, das Team soll sich verändern, das Scrum Master wird hingeschickt, der ist beim Ausprobieren. Das Team sagt, wozu brauche ich den Schatz, so wie du gesagt hast, ja? Weil das hat den Schock überhaupt nicht. Jetzt ist die Frage, sollte man dann, wie tue ich sie dann, induziere ich einen Schock, damit die checken, dass man das braucht? War das eine Antwort oder war das eine? Nein, ich habe mir das vorher so ähnlich gedacht. Also ich finde es extrem wichtig, dass die in einer nicht allzu schnellen Geschwindigkeit von links nach rechts gehen. Weil ich meine, man kann dann vielleicht Leute durch vielleicht ein bisschen manipulieren, statt dazu bringen, dass dann irgendwie beim Ausprobieren ansetzen und von sich selber für vielleicht zwei Sprints glauben, ich bin in dieser Phase. Aber wenn dann da bei der Reflexion und beim Ausprobieren die Sachen schief gehen, sind die genauso schnell wieder dahin. Ja. Also die Zeit brauchen die Leute. Ja. Das kannst, ja. Sollte das nicht und kannst meiner Meinung nach nicht. Und bei dem brauche ich den Schock. Ja, gehe jetzt drauf. Also das Thema ist, den Schock ist für mich nicht zwingend notwendig, weil ich muss nicht 10 Leute das Gleiche erleben lassen und das wirklich intensiv erleben lassen. Worum es für mich bei dem Schock geht, ist um ein Problembewusstsein. Das heißt, ich kann natürlich sagen, es kann sein, das Management hat den Schock und stellt fest, da ist ein Problem, aber die anderen sagen, es läuft ja gut. Und dieses, es läuft ja gut, ist einfach ein fehlendes Problembewusstsein. Und Problembewusstsein muss ich nicht erzwingen, indem ich das Problem selber bei den Leuten kreiere, sondern sage, ihr habt jetzt das, sondern ihnen erkläre, was ist das Problem, warum ist es so und was sind die Konsequenzen. Das heißt dann, wenn ich sage, die anderen haben diesen Schock nicht, dann geht es aber darum, dass sie Problembewusstsein erlernen. Und damit feststellen, okay, da ist wirklich was. Und da geht es auch wieder ums Abholen. Also so würde ich da eigentlich hineingehen. Also, ja. Ich hätte eine Frage dazu. Das ist ja nicht eine Change-Kurve, die man im Einführen der Agilität für alles durchlebt, sondern man durchlebt sie in verschiedensten Phasen. Wie weit denkt ihr, wie steht ihr dazu, das differenziert zu betrachten, von okay, wo befinden wir uns gerade in welchem Thema? Also wie weit macht es Sinn, darüber nachzudenken? Da ist jetzt genau in dem Thema noch in einer sehr frühen Phase, also dann kapiert, warum wir es ändern müssen. Mhm. In einem anderen Thema, oder zum Beispiel die kurze Cycles zu machen, da tun wir schon herumüben und ausprobieren, das geht schon ganz gut. Wie seht ihr das? Also ich denke mir, dass genau das, was du gesagt hast, voll wichtig ist, weil wenn wir jetzt also ein bisschen in der Klischeekiste graben und dann sagen würden, Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen tun sie sehr leichter, den Strukturen zu erkennen und den Wert von Strukturen zu erkennen, und manchmal ist es ein bisschen schwieriger, den Wert von Kommunikation zu erkennen. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, so in Klischeekiste gedacht. Dann hätte ich genau da die Geschichte mit, wir brauchen jetzt nicht sonderlich lang erklären, wie wir unseren Planning-Broker machen, und das geht easy peasy, ratzfatz. Und bei der Review und bei der Retro müssen wir immer ein Stückchen draufschauen, warum brauchen wir das denn? Und es war halt so vom Zugang, auch wieder mit dem, was ist denn mein natürliches Zuhause, wo kenne ich mich aus, wo fühle ich mich wohl, erkenne ich leichter den Sinn von etwas und die Notwendigkeit von etwas und komme da voll gerne ausprobieren und überlege mir auch noch, was dann gleich passiert. 7 andere Planning-Systeme, wie wir jetzt unsere Zahlen aufbereiten, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen, dann bin ich voll schnell in was drinnen und beim anderen eher nicht. Und dann war genau das, was du gesagt hast, ich brauche für unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Teile in Scrum und in Agilität bin ich in einem anderen Teil der Kurve. Ich habe noch mal eine Frage drauf. Du hast jetzt so schön gesagt, den Sinn erkennen. Ist es das Ergebnis der ersten Phase, einen Sinn zu erkennen? Oder ist das nicht notwendig? Reicht es, wenn ich sage, okay, ich nehme sagen, das hat mein Führungskraft so gesehen und damit nehme ich das mit? Oder muss jeder für sich den Sinn für diesen Change erkennen? Ich glaube, der Unterschied zwischen Sinn oder Notwendigkeit ist eher hier bei der dritten Phase. Während da ist dieses, irgendwas läuft schief. Während hier ist es das, was wir machen wollen, ist gut. Also dieses, der Sinn oder das, vor allem der Sinn, das was zu tun ist, ist für mich eher bei den dritten. Erstes ist aber das Problem, muss auch erkannt werden. Genau, beim ersten ist dieses, da ist eine Schwierigkeit. Also da ist eher dieses aufs Negative fokussiert, dieser Fokus. Problemzentriertes Denken, das ist ein Problem, das ist eine Schwierigkeit, und der Sinn hinter dem, was dann getan wird, also wo gehen wir hin, und das, wo wir hingehen, macht einen Sinn, ist der nächste Schritt, also der Fokus auf
die Zukunft, der ist eher bei der dritten. Aber die, muss dieser Sinn erkannt werden von den Personen, um bereit zu sein, es zu tun? Ich meine, man kann ja auch mit Zwang, mit Macht das bewirken, dann muss ja der Sinn nicht erkannt werden. Aber es ist da, da sind wir so bei dem Thema intrinsische, extrinsische Motivation. In dem Moment, wo ich den Sinn sehe, bin ich intrinsisch motiviert und tue es gerne. In dem Moment, wo jemand sagt, tu es, bin ich extrinsisch motiviert und tue es. Und es geht, aber wenn man sich alle Studien anschaut, dann ist die intrinsische Motivation immer die, die mehr dazu führt, dass die Leute es gut umsetzen als die extrinsische. Würde jetzt den Kontext der Selbstorganisation, wenn man jetzt annimmt, man will das Team in Selbstorganisation bringen, würde es total Sinn machen, diesen, diese Stufe, wo es darum geht, die Veränderung zu akzeptieren, auch den Sinn sicherzustellen, dass jeder einen Sinn erkennt, weil sonst tut das vielleicht, oder tut das Team vielleicht, aber es geht wenig in Richtung Selbstorganisation und ich lasse mich halt leiden. Ist das korrekt? Ja. Definitiv wird es. Also es macht Sinn, den Sinn anzusprechen. Ein bisschen, wenn man so leid, also ich finde, ich merke in Retros immer wieder, wenn so Leute in Retros drin sitzen und sie irgendwann einmal denken, na, vielleicht zahlt sich das da aus, dass wir uns da öfter zusammensetzen und miteinander reden. Obwohl jetzt nicht so, hey, das ist die coolste Geschichte ever, aber wo man sich so denkt, so, ah, es ist jetzt echt, jetzt haben wir auf das draufgekommen, schon klasse, dass wir das haben. Und dann war es so, ich habe den Zweck dahinter und es ist noch immer nicht meine große Leidenschaft, aber ich habe den Zweck dahinter. Und darum kann ich ja annehmen, dass so ist. Du bist noch so mehr. Ja, aus eurer Erfahrung hat es Sinn, mit dem Team diese Kurve auch durchzugehen und alles zu erklären? Also in meiner Erfahrung hat, also besonders, also wenn ich wieder auf den analytischen Charakter zurückgehe, hat es in meiner Wahrnehmung besonders viel, ist es besonders hilfreich, mit analytischen geprägten Menschen Modelle durchzugehen, die ein bisschen die Wirklichkeit erklären, weil sie hilfreiche Anker sind. Also so nehme ich das in meiner Arbeit wahr. Und, in, ja, und eben, wenn Analyse wichtig ist, finde ich es sogar noch wichtiger, als wenn Analyse nicht der Haupt das Haupttalent in der Arbeit ist. Und das darf ich so wahrnehmen. Ich hoffe, und ich möchte in keine Fettnäpfchen treten und so, es war nur so meine Wahrnehmung aus meiner Arbeit. Und ich bin ja mit einem Softwareentwickler verheiratet und da nehme ich auch diese Unterschiede. Für mich so war mit natürlich der Geschichte, dass es in jeder Einzelsituation komplett anders sein kann. Aber ja, ich finde es hilfreich, Modelle durchzugehen. Ja. Da sind wir da soweit. Ja. Dann gehen wir weiter und schauen uns einmal an. Was haben wir denn so alles für Lernsysteme? Und wir haben probiert, das so ein wenig zu clustern und einfach so unterschiedliche Bereiche einmal anzugehen. Und würden einmal anfangen mit unterschiedlichen Begleitsystemen. Ja, also vor allen Dingen sowas wie Peer-Gruppen oder Buddy-Gruppen, also wo es wirklich darum geht, man tauscht sich aus, man ist eigentlich auf einer Ebene und tauscht sich zu verschiedenen Problemen, auch zu fachlichen Dingen aus, trifft sie relativ regelmäßig und man hat so einen Buddy in der Organisation, wo man weiß, da kann ich mich melden und in dem Moment kann ich da diese Person ansprechen und mir Zeit nehmen, mit der gemeinsam zu arbeiten. Und so der wichtigste Unterschied zwischen Mentoring und Buddy war es. Beim Mentoring habe ich immer einen Senior, der Dinge mehr weiß und der dessen Aufgabe es ist, die Person mit einzuführen. Sagen wir mal, ich habe einen jungen Scrum Master und ich habe einen Senior Scrum Master und der sagt, ich arbeite mit dir gemeinsam, um was es geht. Da geht es jetzt ganz stark um diese Qualität, dieses Wissen, die Erfahrung und das dort abzuholen. Und das System wird auf das angelegt, dass ich jetzt sage, es geht ja darum. Natürlich begegnen wir uns in unserer Kommunikation auf Augenhöhe, aber wir sagen, wir legen das System dafür an, dass der mehr weiß, mehr Erfahrung hat und der noch weniger Erfahrung hat und von der Erfahrung nutzen soll. Im Gegensatz zur Peer Group oder zur Kollegengruppe oder zum Buddy-System, was darauf angelegt ist, dass sich da zwei Menschen treffen, die auf gleicher Augenhöhe sind. Ich habe zwar Junior-Entwickler und ich überlege mir mit meinen zwei Junior-Entwicklern gemeinsam, dass die sich jetzt zusammentun und etwas im Austausch immer wieder arbeiten. Oder ganz hilfreich auch, wenn es um das Weiterarbeiten vom Feedback geht, dass die zwei oder die Gruppe sich immer wieder zusammentun kann und für sich sagt, wie haben wir das jetzt wahrgenommen, was ist denn da passiert? So ein Retro wäre tendenziell da, mit dem, dass sie zusätzlich vom Scrum Master moderiert ist,
dass der nur extra dabei steht. Aber vom Prinzip genauso Kollegengruppe, eine moderierte Kollegengruppe. Also war das so die Retro in der Art, wie sie passieren soll. Die Leute treffen sich auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, dass da einer mehr weiß und sein Wissen und seine Erfahrung weitergibt, sondern dass mehrere da sind. Und am Mentoring, also um dann noch aufs Mentoring ein bisschen einzugehen, ist noch, dass es, da ist ganz klar auch, dass die Person, die jetzt, dass eine Person gestützt wird, also die nicht die Fachexpertise hat, die Person wird sozusagen raufgezogen, mitgezogen durch das System. Das heißt, die Stützung ist ja für eine Person, während bei den anderen drei Systemen, Buddygruppe, Peergruppe, Kollegengruppe, alle Personen auf eine Art gestützt werden, und zwar unter sich. Und Mentoring-Systeme können super klasse in Organisationen, wo ich vorher eher hierarchisch gearbeitet habe und wo es ein bisschen Wissensbunker gibt, wo ich dann diese Stärkung in dem System mache, dass ich sage, du bist der, der es weiß und der weiß, wie es geht. Und das war ja einfach so klasse, wenn du die Rolle übernimmst, mit der neuen Person dran zu arbeiten, weil dann kann ich das ein bisschen aufbrechen. Ich gebe da ganz klar eine Rolle, eine Verantwortung und eine Möglichkeit hinein. Und die kann ich aus der Grundlage heraus nutzen und nicht, dass irgendwer zu mir kommt und irgendein Wissen von mir anzuzapfen, was meins ist und was dann gar nicht institutionalisiert ist, da kommt einfach irgendwer. Das ein bisschen aufzubrechen, kann hilfreich sein. Und vielleicht etwas, was beim Mentoring ganz spannend ist, so ein Beispiel ist an der Universität Graz, gibt es so Mentoring-Systeme gerade für Frauenförderung, weil die Wissenschaft und Frauen sind manchmal ein bisschen sprießen. Und dementsprechend ist da die Idee, dass es aber zum Beispiel Doktoratsstudierende sagen, okay, was gibt es für Personen, die mich in meiner Entwicklung, in meiner Karriere weiterbringen können. Das heißt, der Mentor wird nicht gestellt von der Uni, sondern es wird sich überlegt, was gibt es für Personen, wo will ich mich entwickeln und was gibt es für Personen, die das könnten. Und suchen sich dann diesen Mentor, diese Mentorin und haben dann sozusagen auch noch ein anderes Netzwerk, meistens auch außerhalb von ihrem eigenen Arbeitsbereich. Also ein Mentor kann auch jemand sein, der ganz woanders ist, einem aber in einer bestimmten Expertise oder in einem bestimmten Blickwinkel weiterhelfen kann. Mhm. Dann haben wir Großgruppenmoderationen. Großgruppenmoderationen sind vor allen Dingen was man recht gut für große Veränderungsprozesse, sagt man, einsetzt. Wenn jetzt zwei Leute sagen, wir wollen jetzt agil sein und sagen, wir machen von oben nach unten, wir machen das jetzt für ein paar Strukturen ein, dann ist die Akzeptanz nicht wirklich da. Und da sind wir jetzt beim Thema Abholen. Mit Großgruppenmoderationen kann man Leute abholen. Dann macht man ein World Café oder ein Open Space mit 100 Leuten, mit 150 Leuten oder mit der gesamten Moderation. Und hier können die Leute in den Austausch treten und können ihre Bedenken äußern, ihre Widerstände äußern. Und so kann man an diesen Widerständen aktiv einzeln arbeiten. Das heißt, hier kann eine gesamte Organisation sozusagen lernen. Eine andere Möglichkeit ist etwas, dass man damit zum Beispiel auch gut Ideen entwickeln kann. Also gerade World Cafés sind auch dazu da, um vielleicht neue Innovationen zu finden oder neue Lösungsmöglichkeiten. Ja. Beispiel? Passt soweit? Okay. Dann das Thema inhaltliche Weiterbildung, das was eigentlich im Sinne meistens irgendwo gemacht wird und aber meistens so die erste Lösung für alles ist. Wir machen Workshops, wir machen Vorträge, wir besuchen Konferenzen und haben mal ein fachliches Wissen, das wir generieren. Es gibt dann vielleicht noch Kurzinputs, irgendwie der Input in der Mittagspause oder diese Dinge. Das ist natürlich was, wo ich viel fachliches Wissen vermitteln kann, aber wenn es ums Thema Anwendung geht, braucht es halt dann auch noch ein bisschen was anderes. Also hier kann man natürlich erste kleine Häppchen, erstes kleines Wissen bekommen, aber wie es dann weitergeht, da braucht es noch ein bisschen mehr. Was ist das? Micro-Sessions, genau. Das ist das, wo wir jetzt gerade noch drauf einigen, das ist was eigentlich sehr so in Mode kommt, sind so kleine Häppchen, kleine Sessions, so 15 Minuten, wo ein Input geliefert wird und der aber eher häufiger oder ein kleiner, gut verarbeitbarer Input. So kleine Übungssetting. Also wir stellen uns jetzt vor, der Scrum Master wird sich überlegen, dass man in die Retro einen Input von Scrum Master oder auch von irgendwem anderen, der von 15 Minuten, erzählt 15 Minuten was zum Thema X
und das nächste Mal wird man jetzt nicht es erzählen, sondern gleich in der Übung für eine kleine Geschichte. Das heißt, für eine Workshop in der Größe auch ganz klar runtergebrochen mit dem Thema. Mini-Workshop. Mini-Workshop mit dem Thema. Und in unserer Wahrnehmung waren Vorträge tendenziell mehr so, da vorne steht wer und die hören zu und reden. Und der Workshop tendenziell mehr so, dass es da wen gibt, der auch viel darauf schaut, dass die Leute miteinander in Interaktion gebracht werden. Unserer Wahrnehmung nach und jetzt auch aus der Lehrerausbildung ist es unglaublich hilfreich, noch 15 Minuten das Setting zu wechseln und noch 15 Minuten zu probieren, in eine andere Form zu gehen. Und was anderes zu machen kann, manchmal auch zwischendurch heißen, dass man eine kurze Fragerunde macht, dass man einmal aufsteht und sich wieder hinsetzt. Dass man eine ganz kurze Murmelgruppe macht. Sagen so, das haben wir jetzt gerade, so wie wir es vorher gemacht haben. Eine kurze Fragestellung und wir diskutieren darüber. Und es kann hilfreich sein, die Input-Teile so zu generieren, dass sie maximal eine Viertelstunde dauern und dann immer wieder was Kleines zwischen einzumachen. Kann das Lernen, also es fördert auf alle Fälle das Lernen, bei der Frage mit wie bin ich denn, bin ich mehr als Konsument oder bin ich mehr als der da mitmacht, weil dazu die Frage des Publikum, wie jetzt das Publikum gern, möchte ich lieber zuhören und das dann mitnehmen oder möchte ich lieber aktiv eingebunden sein, das ist eine persönliche Frage. Vom Lernerfolg her, das ist eine tiefere Verarbeitung, ist es quasi fast unmöglich, um diese Interaktion und das Reinholen der Teilnehmer. Gerade in der Lehrerbildung, da kann ich kurz einfach ein bisschen lesen, wird zwar ganz viel von neuen Lernmethoden geredet und ganz viel auch gelehrt, aber es findet einfach immer noch ganz viel Unterricht frontal statt, und das, wie wir es halt alle kennengelernt haben. Die Tendenz ist anders, aber auch da sind wir in dieser Entwicklung von der Einsicht zum Ausprobieren. Ja, und da ist einfach so der Punkt, dieses wirklich in das Interaktive hineinkommen fördert das Lernen oder auch die Selbstverbesserung und das Gemeinsame. Und das Beispiel zum Beispiel wunderbar, wie lang es von der Einsicht bis zum Ausprobieren dauern kann. Weil wir wissen ja alle schon mittlerweile, dass Interaktion hilfreich ist. Und tatsächlich da ins Tun reinkommen, auch wenn ich jetzt so von Institutionen ausgehe, die einfach eine jahrhundertelange Geschichte haben und die müssen es jetzt dann anders machen. Es ist ja nicht so, dass man sich so von der Einsicht zum Ausprobieren ist irgendwie 14 Tage und dann ist gegessen. Und Schulsysteme sagen das wirklich am allerbesten. Weil der sich dann wirklich in der Schule was anderes macht, mit den ganzen anderen Playern, die dabei sind, die alle die Einsicht haben müssen, die das ausprobieren können, ist schwach. Und ich finde, das kann man sich auch mitnehmen, besonders wenn man in einer Organisation ist, die schon länger existiert. Die hat eine Logik, die wunderbar funktioniert seit 100 Jahren. Und dann wird man in 14 Tagen die Logik verändern. Und diese Einsicht, die dauert einfach eine Zeit, bis sie wirklich die Notwendigkeit mitnimmt. Und hallo, das haben wir ein Stück weit so dieses, es braucht, also es ist unser hartes Los, das auszuhalten, das die anderen ein bisschen länger brauchen. Genau. Dann haben wir noch moderierte Prozesse, vom Einzelcoaching zur Teamsupervision, zur Mediation, zur kollegialen Fallberatung, sozusagen Prozesse, die extern wirklich einer Struktur anlaufen, wo es auch viel darum geht, eine persönliche Weiterentwicklung, aber auch eine persönliche Problemstellungen, individuelle Problemstellungen zu bearbeiten und diese sozusagen auch anzugreifen. Hier geht es nicht um irgendein Fachwissen, was ihr lernt, sondern wirklich klare Bearbeitung von persönlichen Themen. Natürlich ist die Mediation eher auf Konflikte spezialisiert, während jetzt und auch ein klarer Prozess, wo die Person, die im Konflikt, aktiv sind, auch dabei sind, während natürlich bei Einzelsupervision und Teamcoaching die Personen, die im Konflikt sind oder die ein Problem haben, mit dem man ein Problem hat, eher außerhalb des Ganzen sind. Gut. Und unserer Wahrnehmung nach ist der Begriff Supervision und Coaching wird relativ synonym verwendet. Neben den Unterschieden, die es gibt, war der wesentliche Unterschied, den wir wahrnehmen, dass das Wort Supervision tendenziell eher in einem sozialen Kontext verwendet wird und das Thema Coaching eher in einem wirtschaftlichen Kontext. Und beide bedienen sich jetzt gerade auch durch die wirklich klasse Weiterentwicklung von Therapie und systemischen Sachen, lernen beide aus sehr ähnlichen Dingen, haben ein paar Unterschiede,
wir finden, also ich vor allem finde, dass es nicht so wichtig ist, ob ich das eine oder das andere nehme, vom Wort her, sondern einfach mal klar wird, was ist denn das, um was es gehen soll. Soll es ums Team gehen, dass wir uns miteinander schauen, was es für uns braucht? Soll es um unsere Fälle gehen und um unsere Arbeit gehen und schauen, was wir da tun? Oder was ist denn das Thema davon? Ob ich es jetzt so oder so nenne, ist nicht so relevant. Aus meiner Wahrnehmung kommt man es aber auch ganz anders sehen, weil es in anderen die Abgrenzung wichtiger ist. Wenn aber geht es nicht von der Psychologie oder von der Psychotherapie ein anderes Team, wenn ich Supervision durchführe, als wenn ich Coaching mache? Ein Coach hat meistens nicht denselben Hintergrund. Es ist ja herausgehend. Sportcoaching und so viel andere Coaching, die mit exzellentesten Methoden auch in die Wirtschaft reinhandeln. Ja. Es zieht zeitlich auch ein bisschen durcheinander, weil beim Coaching arbeitest oft an einem aktuellen Thema, wenn du bei der Supervision sehr oft nachträglich drauf schaust. Ja. Ja. Also eigentlich mehr in retrospektiven Themen bearbeitest. Also ich glaube, es gibt auch genug Unterschiede, um unterscheiden zu können. Die Frage, die ich immer stelle, ist, wie wichtig es ist, die Unterschiede zu thematisieren über das Wort oder dann einfach klarer auf das einzusteigen und zu sagen, es geht bei uns darum, dass wir jetzt drauf schauen, retrospektive im Sinne von Fallsupervision schauen wir uns an, wie wir in den letzten 14 Tagen mit unseren Kunden gemeinsam gearbeitet haben und in die Interaktion geraten sind. Oder es geht uns um Team-Coaching, es geht uns darum, dass wir als Team draufschauen, wie Kunden wir miteinander und es geht nur um uns. Und ich habe das Gefühl, dass eine Unterüberschrift zu machen wichtiger ist, als zu sagen, ist jetzt mehr Coaching oder mehr. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Eines eher Hilfestellung und Begleitung und das andere eher Analyse und Reflexion. Ja. Also jetzt mein Finden. Da glaube ich aber auch gerade bei diesen Dingen, ich kann das, was du da sagst, gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube halt aber auch oft, dass die Wörter oft in irgendeinen Mischmasch geworfen werden und ich nicht darauf vertrauen kann, dass die Person, mit der ich jetzt über Coaching oder Supervision rede, das Gleiche meint wie ich. Also das glaube ich einfach oft und dass es da wichtig ist, auch zu klären, was verstehen wir jetzt unter dem, was wir glauben, was wir brauchen. Ein gutes Beispiel ist ja der Entscheid Coach oder als Wortbeschreibung. Ja, steht. Nicht nur Coach, Coaching eigentlich mehr Trainer, Teil, gell? Also Trainer, Mentor, Berater, auch ein Coach. Ja. Ja, eigentlich hüpfst du zwischen fünf Rollen. Genau. Das stimmt, das war super, das ist ein schöner zusammengefasster Begriff und wir haben eine ähnliche Vorstellung darunter und die Frage ist, was ist das? Und dann muss ich mir auch wieder hinsetzen. Also bin ich jetzt da, um in der Coaching-Haltung zu sein und dich zu unterstützen und zu Lösungen zu führen, oder bin ich dazu da, dass ich dir jetzt sage, dass es die Möglichkeit A und die Möglichkeit B gibt und du suchst aus. Und dann war jetzt auch wieder die Geschichte, wichtiger ist zu klären, was ist denn das, was ich jetzt tue, als dass ich jetzt sage, Agile Coach ist das eh die richtige Bezeichnung für. Deshalb ist Agile Coach ja so spannend, weil du so viele Disziplinen zu erledigen hast. Gut, dann noch zur letzten Kategorie, das wäre so Begleitung und Kurzinformation im System. Das sind so diese Dinge, die ich schicke ein Newsletter aus, ich habe irgendwo ein Infoscreen, wo unterschiedliche Informationen kommen, man hängt Lernplakate auf, oder irgendwelche Online-Lernsysteme, die gemacht werden. Das heißt, das sind wirklich konkrete systemische Ansätze, wo man immer so ein bisschen Informationen streuen kann, die aber nicht sehr vertiefend in dem Moment sein können, außer vielleicht bei einem Online-Lernsystem, beim Programm, was weitergeht. Aber diese anderen sind eher so kleine Informationsbissen, die wirklich zur reinen Information sind. Gut. Wir hätten uns zwar gedacht, an dieser Stelle eine Übung zu machen. Da wir uns jetzt ein bisschen intensiver miteinander verquatscht haben, würde ich vorschlagen, wir gehen nicht mehr in die Übung, aber wir würden echt gerne sagen, dass wir zwar komplett grundsätzliche Ansichten gehabt haben, wie wir diese Übung machen, und wir würden euch wahnsinnig gerne unsere zwei Ansichten zur Verfügung stellen. So als Überlegung, wie kann man denn lernen generieren. Wir haben gemeinsam diese Matrix. Und dann haben wir uns bei der Matrix überlegt, hat die Coco gesagt, das wäre doch eine voll coole Übung, wenn wir die Matrix machen und wir uns überlegt, wie die Matrix befüllen. Und wenn wir eine kleine Übung machen, drei Leute, die schauen sich die Matrix an und überlegen sich dann, wie es die Matrix ausfüllt. Und das war Coco-Überlegung. Und ich habe gesagt, das finde ich jetzt aber blöd, wenn wir das machen,
Weil jetzt hat man da so zum ersten Mal sich, also vor allem für die, die es neu ist und die zum ersten Mal näher mit den Systemen auseinandersetzt, und dann sollten die sich jetzt schon hinsetzen und da tatsächlich so sagen, beteiligte Personen und die Zahl einschreiben und von der Perspektive, ob die intern oder extern ist und dazu sagen, was das ist. Das finde ich ja voll schwer, weil an der Stelle ist es ja schwierig, dass man das macht. Worauf ich die Coco sagt? Dass ich einfach glaube, man kennt ein bisschen was von diesen Begriffen schon und hat auch eine gewisse Idee, und das Wichtige ist einmal drauf zu kommen, wie sieht denn der andere das und sich ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen, anstatt von vorne nur zu hören, dass wir dort einkategorisiert, dass wir dort einkategorisiert, dass wir dort einkategorisiert, weil es eben auch sehr individuell ist und die Wörter ein bisschen anders verstanden werden. Und ich finde, an der Stelle kommt man sich dann an die Frage stellen, was wären uns jetzt, also was ist denn jetzt wichtiger in der Art und Weise, wie jetzt Lernen generiert wird? Ist mir wichtiger, dass die Leute miteinander in Diskussion kommen und für sich dann die Matrix ausfüllen und ihre eigene Überlegung dahinter haben? Oder ist es mir wichtig, das ist auch, das war mir von Anfang an aber wichtig, dass da muss aber zwei drinstehen, das ist wichtig, dass da zwei drinsteht, und das tun wir nicht vorher diskutieren, weil dann glaubt wer fünf und dann bleibt man dabei. Und das wäre so eine Überlegung, die man machen konnte. Ist es mir wichtiger, die Diskussion aufzumachen und auch mit unterschiedlichen Sichtweisen, die rauskommen, und unterschiedlichen Ideen, die rauskommen könnten, damit zu leben und die in die Diskussion zu bringen? Ganz wichtige Frage, habe ich die Zeit dazu, dass ich das tue? Oder ist mir wichtiger, dass ich sage, ich möchte von Anfang an bei dem Thema Klarheit schaffen und sagen, so sehen wir das und die Definition ist wichtig. Und das wäre grundsätzlich ein unterschiedlicher Zugang. Wir waren prinzipiell, Coco hat mich überzeugt. Und jetzt können wir es erst machen, wenn wir keine Zeit dazu haben. Genau. Darum haben wir für euch die Matrix einfach kurz zusammengefügt und ausgedruckt, dass ihr die habt. Genau. Das sind Überlegungen, die wir uns gemacht haben, auf der Ebene, welche beteiligten Personen gibt es, also für wie viele Leute sind die Maßnahmen. Brauche ich eine interne oder externe Perspektive? Also wie sicher ist ein interner Coach, externer Coach, interner Scrum Master, Trainer von außen? Brauche ich eine Moderation oder nicht? Das ist so die Frage, ist es mehr für die Persönlichkeitsentwicklung, mehr für den Wissenserwerb oder für die Überlegung, wie funktioniert Organisationsentwicklung? Das Ganze ist ein Ampelsystem hier, also grün ja sehr stark, gelb, naja, mal nicht, und rot eher weniger. Und ist es situativ oder ist es etwas, was regelmäßig ist? Wo wir jetzt beispielsweise die Mediation ganz klar als etwas hätten, was situativ ist, weil jetzt genau ein Problem habe, das zu besprechen ist. Wie viel haben wir denn ausgeteilt? Nein, ich habe alle ausgeteilt, die man hat. Ja, das ist der falsche. Aber dann würde ich alle die Karten kriegen und geben mir eine Karte und den schicken wir es bei E-Mail. Passt das so? Ja? Einfach nachher über das Thema den Kontakt erlassen, dann schickt man das ganze Thema. Und ist es anlassbezogen oder ist es präventiv? Das heißt, habe ich jetzt schon ein Problem, mit dem ich mich hinaussetzen möchte? Also auch was du vorher gesagt hast, habe ich jetzt die Supervision, die quasi anlassbezogen hinterher draufschaut? Oder hätte ich mir so diesen Coaching-Gedanken, der präventiv im Vorfeld draufschaut, wie kommt ihr denn da, Wer hat jetzt keins gehabt, weil ich habe zumindest noch ein leeres. Von mir kennt es auch noch an, so. Okay. Weil das ist eine Frage, die stellen muss. Will ich deinen internen Coach oder ist ein externer Coach besser? Da glaube ich, würde ich folgende Antwort geben. Was ist das? Was ist die Problemstellung, die gerade bearbeitet werden soll? Meine erste, wichtigste. Ist der interne Coach Teil von dem System oder nicht? Wenn ich eine Problemstellung bearbeiten möchte, und ich bin als Scrum Master oder interner Coach Teil von dieser Gruppe und Teil vom Problem, würde ich es relativ blöd finden, auch in die moderierende Rolle gehen zu müssen und in den Prozess gehen zu müssen. Wenn, vor allem, wenn jetzt da ein größeres Problem da ist. Dann finde ich es auch in der Retrospektive hilfreich, wenn man regelmäßig sie wen holen kann.
bei großen Organisationen, wo ja intern nicht zwangsläufig was Teil vom System, da kann ich mir die Frage wieder von einer anderen Ebene stellen. Brauche ich eine externe Sichtweise? Brauche ich, wenn ich das System noch nicht kennt und da mal drauf schaue und sagt mir, ich nehme jetzt das und das und das vor? Also das kommt also, brauche ich diese externe Sichtweise? Bin ich nicht Teil vom Problem, wäre eine Frage, die auf alle Fälle stellen wird. Und was ist denn das Ziel, was ich gerne erreichen möchte? Und die würde ich stellen und aufgrund von denen würde ich sagen, das eine oder das andere, weil beide sicher gut sind. Die Frage ist nur, für welchen Zugang, den ich erreichen möchte und für welches Problem, was ich lösen möchte. Okay. Danke. Ja. Was bedeuten die Farben? Ich habe nicht verstanden. Das ist ein Ampelsystem. Wir sagen, grün ist völlig genau für das gedacht. Also beispielsweise ist ein Buddy-System ganz intensiv für Persönlichkeitsentwicklung gedacht, wohin ein Mentoring-System manchmal, also wie die Coco gesagt hat, bei den wissenschaftlichen Unterstützungssystemen ist es ein bisschen Persönlichkeitsbildung, aber tendenziell geht es mehr um diesen Wissenserwerb. Und die Frage ist, was erreiche ich denn besser durch das System? Bei Rot hätten wir die Sichtweise, das darf man gar nicht in dem System sagen. Und bei Gelb ist es ein bisschen drin und ein bisschen nett, so eine Frage. Gut. Und dazu habe ich gesagt, das ist jetzt wirklich unsere Einschätzung von dem Ganzen. Also es kann auch sein, dass dieses Thema auch bei der Studie auch anders passt. Genau. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten fast. Dann würden wir eigentlich noch paar Minuten was zeigen, was wir uns überlegt haben, wie Scrum Master des Scrum Teams unterstützen können, dann wird man eigentlich nochmal zum Abschluss so 2-3 Minuten nochmal was wir jetzt können. Mhm. Ja? Ja. Passt. So, das System passt. Wir haben uns was überlegt, was Scrum Master dabei unterstützen könnte, ihr Scrum Team zu unterstützen. Unsere Wahrnehmung ist, dass Soft Skills und Methodenwissen im Scrum-Prozess nicht so viel Platz finden wie die fachliche Entwicklung und die klassische Spam-Methodenentwicklung. Und was ja auch immer fehlt, ist, es fehlt immer an Zeit, dass man was tut und dass man was macht. Und wirklich blöd ist es, ein Team einen Tag lang aus einem Prozess auszureißen und einen Tag lang über, sagen wir mal, Feedback zu sprechen. Und jetzt war die Überlegung, wie war es denn, jetzt waren wir bei diesen Micro-Sessions, wie war es denn, wenn der Scrum Master die Möglichkeit hat, sich ein Thema auszusuchen und das Thema in sehr kleinen Stückchen und Häppchen dem Entwicklerteam weiterzugeben. Sagen wir mal, das war das Feedback. Und sagen wir mal, wir tun Feedback noch in so Themen wie Beobachtung versus Interpretation, Ich-Botschaften geben und teilen. Dann würden wir uns am Anfang mit dem Scrum-Master zusammensetzen, damit ich das mühselig selber arbeiten muss und die ganzen Übungen dann machen muss. Was braucht es denn dann? Wie kann ich mir das machen? Und wie bringe ich das Thema Ich-Botschaften gut ins Team rein? Das war mal so ein bisschen die Möglichkeit, Input zu geben. Ich-Botschaften, da geht's und das, so machen wir das. Und dann haben wir gemeinsam passend fürs Team 3 bis 5 Übungen entwickelt. Beispielsweise eine der Übungen, jeden Tag beim Daily in der Früh hat ein Entwickler die Aufgabe, eine Du-Botschaft, die er gestern gehört hat, im Fernsehen oder im Team oder daheim, in eine Ich-Botschaft umzuformulieren. Und man muss ein bisschen ins Tun reinzukommen, wie schaut denn so eine Ich-Botschaft aus? Eine andere Geschichte kann es sein, dass direkt neben dem Scrum-Board ein Lernplakat hängt, was sich mit diesem Ich-Botschaft auseinandersetzt. Eine vierte kann es sein, dass sich 2 Softwareentwickler zusammentun und sich ein bisschen über Ich-Botschaften unterhalten und dafür eine Fragestellung hinzugeben. Und Ziel ist es, dass es viele kleine Übungen gibt, die maximal 5 bis 15 Minuten dauern und die dieses Üben auf diesen kleinen Ebenen immer wieder möglich macht, sodass ich mich jetzt den Sprint einmal um Ich-Botschaften kümmere, da kümmere ich mich um Beobachtung versus Interpretation, da kümmere ich mich um schwierige Sachen ansprechen, da kümmere ich mich um welchen Rahmen brauchen wir fürs Feedback und zum Schluss hätten wir in einem sehr langen und sehr klar wiederholenden Geschichte immer das eine braucht, das man mit dem Team gemeinsam lernt. Und da war jetzt die Möglichkeit, wenn ihr sagt, bringe ich genug Ideen und Wissen mit, dass ihr euch einfach hinsetzt, euch überlegt, es passt, wie bringe ich die kleinen Häppchen ein? Und wenn ihr sagt, wow, wäre cool, wenn da wer unterstützt, der sich viel mit gruppendynamischen Prozessen und Übungen auseinandersetzt, brauchen wir, wenn der das mit uns macht. Aber die Überlegung ist,
wie gehe ich vom Lernen weg von dem, da gibt es einen Workshop, da gibt es die Geschichte, die wir jetzt in dem Abendevent machen, und hingehen zu der Fragestellung, wie kann ich Lernen dahin bringen, wo es notwendig ist, nämlich tatsächlich im Team. Und das ist so kurz zusammengefasst ein System, das wir uns überlegt haben, dass dieses Lernen runterbrechen soll und auch all die Systeme dann miteinander verbindet und sich vorgestellt, was brauche ich jetzt gerade im Moment. Gut, das wäre so eine Vorstellung, wo solche Dinge zusammenlaufen, eben von einem kleinen Mini-Zusammen-Workshop hin zu einer Micro-Session, hin zu kleinen Übungen in einem Buddy-System und das sozusagen ineinander greifen zu lassen. Genau, dann würden wir zu einem kleinen letzten Schritt kommen, bevor wir aufhören. Genau. Und zwar schon so dieses am Ende von einem Input-Workshop ist es so, warum wir so überlegen, sich das Ganze, was man gehört hat, ein bisschen rauszugreifen und zu sagen, okay, das ist das, was ich mir mitnehme. Das heißt, der Wunsch wäre, dass ihr euch noch einmal in Zweier- bis Dreiergruppen zusammensetzt. Ja, so ganz kurz. Und ganz kurz überlegt, was sind die drei Kerndinge, die ich mir von diesem Workshop mitnehmen möchte, die ich mir da herausgreifen möchte. Da wir ja schon im Mittagessen sind, jetzt wirklich so ganz kurz, jeder sagt in dieser kleinen Gruppe noch diese zwei, drei Sätze mit, sodass wir dann möglichst schnell abschließen unser Mittagessen. Insgesamt haben wir euch da noch ein paar Fragen für die eigene Reflexion zusammengestellt. Wer jetzt entweder das Kartal oder auch die Folien haben möchte, kann uns gerne einfach seine Visitenkarte da lassen und wir schicken das dann im Doppelpaket so raus. Dann ist es später. Das auch auf den Freigeschwert. Ist es auch? Wird dann im Anschluss der Konferenz an alle Teilnehmer dann noch einmal bei E-Mail verschickt und kommt es runterladen. Dann ist es auch das. Dann ist das alles. Prinzipiell hat man es und wärst du sicher enorm, wenn wir das nicht kontrollieren. Ja, dieses Modell, das ihr gezeigt habt, das ist dieser Welle. Habt ihr das entwickelt? Oder? Nein, das ist nicht von uns. Mit der? Nein, nicht das andere. Die ist nicht von uns und ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, von wem sie ist. Also, ich weiß, dass es so eine ähnliche gibt. Ich von der Kübler-Rossel, ich weiß aber tatsächlich, dass sie der Kotter damit befasst haben. Ja, also das Kotter Kübler-Rossel. Es gibt die Kurve mehrmals in unterschiedlichen Büchern mit unterschiedlichen Themen. Ich weiß jetzt auch nicht persönlich, aus welchem Punkt wir es jetzt rausgenommen haben. Ich könnte nachschauen nachher. Der Kotter aber ist jetzt auf Change-Perspektive. Ja, genau. Kann es sein, dass es Kotter war? Gut, so, ich gebe mal ganz schnell die Möglichkeit, diese drei letzte Sätze in der Interaktion. Ja. Danke, dass ihr da wart und Mahlzeit.